so eine Reise kann so sein wie eine Brücke, weil ich von einem mir bekannten Ort an einen völlig unbekannten komme, wo ich nicht weiß, was mich da hinten erwartet. Also wenn ich aus meinem Alltag aufbreche, brauche ich Anregung. Jeden Augenblick neue Eindrücke, neue Impressionen, neue Herausforderungen. Ich würde in dem All-Inclusive-Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff mich wahrscheinlich vom obersten Stockwerk ins Meer stürzen, damit ich überhaupt eine Action habe. Ich war moderat! Scheiße! Ja, da kann ja viel schwierigere Sachen. Versuche nichts zu machen, was lebensgefährlich ist, außer dieser gesamten Reise. Aber das ist schon ganz schön Hammer hier. Da ist der Nanga Parbat, ich sehe den Nanga Parbat. Yeah, oh my God. Oh Alter, das ist so schön. Jetzt, in diesem Augenblick, spüre ich, dass ich lebe. Vor jeder Aktion stehen die Träume. Wenn ich nicht mich zum Nanga Parbat hingeträumt hätte, hätte ich ihn niemals erreicht. Aber wenn ich mich hinträume und dort ankommen möchte, dann muss ich einfach irgendwann mal losfahren. Das ist mein tannengrüner neuer Lada. Ich liebe das Auto. Jetzt muss ich den Vertrag abschließen und habe noch ein paar Informationen. Und die Übergabe erfolgt jetzt gleich mit Herrn Heibel. Ja, genau. Gut. Geld ist am Dienstag oder Mittwoch ist das eingetroffen. Super. Heute ist der 15. 16. 16. Super. Also, jetzt ist die Reise, kann jetzt losgehen eigentlich. Ja, ich war sehr zufrieden mit dem Lader. Das ist gut. Sehr gut, das freut mich. Das ist ja hauptsächlich mein Jagdfahrzeug gewesen. Okay. Ja, und jetzt kommt er nochmal in die große Welt außerhalb von Lendershausen. Das wird er schon schaffen. Ja. Ich habe ja noch getrennte Schlüssel. Das ist einmal der Schlüssel für die Fahrer-Beifahrertür und einmal der Zündschlüssel. Bei modernen Autos hat man nur einen Schlüssel. Ja. Und hierbei ist halt der Hintergrund, wenn man in Russland das Auto stehen hat, kann man es anmachen, ja, dann kann der warm laufen, geht mal rein und kann es halt trotzdem abschließen. Wenn man im Winter in Sibirien ist, bei 60 Grad minus. Ja. Irre. Ich freue mich total. Schönes Auto. Ein Auto. Ein richtiges, normales Auto. Keine komplizierte Technik, hat 4 Räder und einen Motor. Also das ist sowas von aufregend, weil mit diesem Auto werde ich eine so aufregende und abenteuerliche Reise machen. Ich kann es nicht fassen. Ich glaub's noch gar nicht richtig, dass es jetzt mein Auto ist, aber das ist so schön. In den fernen Himalaya möchte Margot Flügel-Anhalt mit ihrem neuen alten Lada fahren und unbedingt den Nanga Parbat erreichen, den schönsten 8000er Bergriesen der Welt. Mit fast 70 Jahren will sie hoch hinaus. Da wäre es nicht schlecht, sich vorher etwas im Gelände fahren zu üben. Waldbesitzer Peter von Röder kann Margot helfen. Er hatte auch mal so einen Lader und kennt sich aus. Guten Tag, Frau Flügel-Anhalt. Herzlich willkommen in Völkershausen. Ich will ja damit auf den Karakorum Highway, ja, in Pakistan. Und da wird es auch einige Strecken auf der Piste geben, die nicht so ganz glatt sind. Und dafür würde ich gerne üben. Genau, also einen Highway könnte ich gerne Ihnen hier nicht bieten, aber irgendwelche Waldwege finden wir und dann können wir mal schauen, was der Lader so alles kann. Ich freue mich. Er hat ja permanenten Allradantrieb und Sie haben dann noch zwei Möglichkeiten. Sie können das Getriebe untersetzen. Dann hat das Auto einfach mehr Kraft, mehr Drehmoment auf die Achsen. Es gibt ja da Stellen, wie gesagt, wo die Bergpiste halb abgebrochen ist oder wo ein anderer LKW stecken geblieben ist und da muss ich so an den Rand
Und da geht es ziemlich weit runter zum Indus. Für verschiedene Situationen, für solche Begebenheiten, die Sie eben geschildert haben, ist er bestimmt ein gutes Auto. Fahren wir mal los, ja? Gerne. Jetzt mal in den Wald fahren und dann zeige ich Ihnen mal ein paar Wege, wo Sie ein bisschen üben können. Ja, Frau Flügelhandler, gestern machen wir Folgendes. Jetzt sind Sie ja hier auf der normalen, fast normalen Straße gefahren. Und jetzt fahren wir mal einen richtigen Geländeweg. Und da machen wir jetzt mal die Untersetzung rein. Das heißt also, den Hebel hier, der jetzt auf Straßenbetrieb eingestellt ist, den stellen wir jetzt nach vorne. Und dann haben Sie die Untersetzung. Und da werden Sie sehen, dass ein ganz jetzt kräftig nach vorne. Zack. Zang. Jawohl. Und jetzt, jetzt ist die Geländeuntersetzung eingeschaltet. Und dann werden Sie sehen, dass die Kupplung auch sofort kommt und dass Sie ganz locker dann jetzt im Gelände fahren. Ja, jetzt Fuß vor der Kuppe. Ruhig. Das Auto fährt ja so langsam jetzt. Jetzt hier genau. Ja, einfach. Der eine Weg hat schon ganz viel gezeigt. Ich hatte ihm viel gegeben und hat ihm auch gezeigt, dass das Auto eben das wirklich kann. Der gleicht das alles komplett aus und ich muss nur leicht Gas geben und ihn arbeiten lassen. Genau. Und immer den Fuß vor der Kuppe. Ja. Ganz wichtig. Und auch einfach nur den Mut haben. Ja, das ist, wenn man muss einmal das mal überwinden, wo Vertrauen in das Auto haben und dann geht das. Eigentlich hätte ich schon längst losfahren können und mache aber jetzt hier noch viel Lärm um nichts. Dieses Stück von Shakespeare, wo ich die Regie mache auf der Waldbühne Eschwege. Heute Abend ist Premiere, nachdem sie vor einer Woche ausgefallen ist wegen Corona. Unglaublich aufregend, weil wir überhaupt nicht wissen, ob alles funktioniert. Und heute zum ersten Mal fast alle Leute da sind. Fast alle Leute, die noch nie auf der Bühne gemeinsam gestanden haben. Heute haben wir wenigstens keinen Wind. Ne? Das ist ja immerhin schon nicht schlecht. So. Okay. Ich finde es unglaublich spannend, die Person zu wechseln und die Rolle zu wechseln und jemand ganz anderes zu sein, zum Beispiel ein Mann plötzlich, obwohl man eigentlich eine Frau ist oder andersrum. So, wir machen mal kurz die Applausordnung durch. Ihr macht genau dasselbe. Vor, Knicks ist super. Verbeugen und Knicks, super. Oder ein Bösewicht zu sein, obwohl man eigentlich sonst ein Sozialarbeiter ist. Und sich mal auszuprobieren. Und das kann ich natürlich auf der Reise jeden Tag von Neuem auch machen. Mich immer neu ausprobieren. Dein Kleid hängt oben und das ganze Laub hängt da dran. Also wie sieht denn das aus? Ich glaub's ja nicht. So, jetzt ist alles gut. Du hast ja das schönste Kleid überhaupt. Ja, es ist wirklich so. All you need is love. Love is all you need. Einfach aufregend, mal jemand anders zu sein und sich ganz neu zu erfinden. Und wenn wir dann am Sonntag die letzte Aufführung haben, dann habe ich noch hier im Dorf Ortsbeiratssitzung und dann fahre ich los. Und ich freue mich da unglaublich drauf, endlich wieder unterwegs zu sein. Von Margot's Heimatdorf in Nordhessen bis in den Himalaya sind es rund 11.000 Kilometer. Ich habe jetzt etwa ein halbes Jahr mich vorbereitet, was Visa angeht und Pässe und Reiseroute, weil das ja nicht ganz klar war, wo die Grenzen waren ja alle zu Anfang des Jahres noch und haben langsam erst aufgemacht. Und da musste ich jeden Tag im Grunde im Internet googeln, haben sie offen oder nicht. Und dann habe ich ja viel hier bei mir zu Hause zu organisieren, den Ortsbeirat. Inzwischen gibt es eine ganze Menge halbwilde Dorfkatzen, die behaupten, sie wären hier ansässig. Und für die musste ich Verpflegung organisieren, damit meine Nachbarin die dann versorgen kann, wenn ich weg bin. So, das ist der Milchvorrat für meine Katzen. Das heißt, es sind ja gar nicht meine Katzen. Laktosefreie Milch für die wild lebenden Dorfkatzen, die nirgendwo anders dazugehören und die jetzt hier angedockt haben. Das ist schon ein bisschen irre, oder?
Hüppala. Alter Schwede. Die letzten Tage waren ganz schön anstrengend und ich muss wahrscheinlich so 40, 50 oder vielleicht auch 100 Kilometer fahren, bis ich im Reisen ankomme. Mir ist völlig klar, dass jede Reise die letzte sein könnte. Und das macht sie umso wertvoller. Wenn ich sehe, was in der Welt so los ist, der Krieg in der Ukraine, das Erdbeben in Afghanistan, was jetzt gerade war und so viele Menschen in den Tod gerissen hat, auf der Strecke im Prinzip, wo ich auch fahre, macht mir absolut klar, du musst jetzt leben. Das heißt, jetzt musst du die Dinge machen, die dir wichtig sind. Du kannst sie nicht verschieben, weil es sonst zu spät sein kann. Und deswegen breche ich jetzt auf. Ja. 9 Länder liegen auf der Strecke zum Nanga Parbat. Margot und ihr alter Lader müssen durch Osteuropa, die Türkei und den Iran bis nach Pakistan. Ich bin aufgebrochen. Ich bin jetzt unterwegs. Wenn man eine solche Reise plant, dann weiß man natürlich, dass man irgendwann mal losfahren wird. Aber wenn der Augenblick dann tatsächlich da ist. Dem Streckenverlauf 4 Kilometer folgen. Ich weiß nicht, was mir begegnen wird, was sich ereignen wird. Ich weiß nicht mal, ob ich zurückkommen werde. Wieso ist das so schwierig aufzubrechen? Man kommt sich vor wie dieser Riese, den 1000 Zwerge an abertausend Seilen auf dem Boden festzurren und binden, bis man alles wieder gelöst hat, jeden einzelnen Strick. Tschechien, Slovovice, Rotes Hotel. Zusammen mit 2, 4, 6, 8, 10, 12 Trackern und einer Gemeinschaftsküche und einer Gemeinschaftsdusche. Puh, morgen geht's weiter. Heute mein dritter Tag, an dem ich unterwegs bin. Ich bin jetzt in Ungarn, eine gute Strecke hinter Budapest, auf dem platten Land in der Pampa, hier alles völlig trocken, und sitze unter diesem wundervollen Walnussbaum. Jetzt beginnt es so langsam sich zu entwickeln, dass ich mir vorstellen kann, immer so unterwegs zu sein. So, ich bin jetzt hier mitten in Ostanatolien angekommen an einer Tankstelle und habe nach dem Tanken festgestellt, dass der Besitzer der Werkstatt gut Deutsch spricht. Und dann lasse ich doch mal ganz schnell den fälligen Ölwechsel machen. Filter und Öl habe ich dabei. Jetzt geht's los. Ich muss alle 10.000 Kilometer wechseln bei dem Lader. Haben Sie in Deutschland als Kfz-Mechaniker gearbeitet? Ja, ich war noch Kind, 13 Jahre alt. Okay. Da musste ich deutsche Schule. Dann hat mir der Lehrer gesagt, Hasan, du kannst ja kein Ingenieur werden oder ein Arzt werden. Du kannst ja einen Beruf aussuchen. Was möchtest du machen? Maurer, Schweizer, Kfz-Mechaniker, da habe ich gesagt, Kfz-Mechaniker. Super, da habe ich Glück gehabt. Hier ist er. Ah, genau. Sie haben vorhin gesagt, dass es einen Ölverlust gibt da beim Auto. Ölverlust ist Motordichtung. Okay, ja gut.
verliert nicht so viel, aber vielleicht in 1000 Kilometer ein Liter. Ein Liter bei 1000? Da muss ich nachfüllen. Nachfüllen, ja. Dort hinter den Wolken, im Dunst über den anderen Bergen, erhebt sich der Ararat mit seinen über 5000 Metern. Ich sehe ihn wieder. Juhu! Ich sehe ihn. Ich bin im Iran und ich fahre und fahre und fahre und fahre und fahre. Eine frisch von der Palme gefallene Dattel. Oh. Lecker! Diese Datteln, die hier an dieser jungen Dattelpalme hängen, die sind noch nicht reif. So sehen unreife Datteln aus. Es ist ein unglaublicher heißer Wind hier. Heute knapp an 40 Grad, in den nächsten Tagen wird es über 40 Grad sein. Dann bin ich schon unterwegs Richtung Pakistan. Da steht mein Lader und wartet darauf, weiterzufahren. Es scheint sich was zu bewegen. Die Tore gehen auf. Mit uns hier sind inzwischen ein Deutscher mit seinem Fahrrad und zwei Bulgarier mit ihren coolen Bikes. An der Grenze zwischen dem Iran und Pakistan wird es kompliziert. Von hier an benötigen Touristen für die Weiterfahrt eine bewaffnete Eskorte. Wir warten auf die Polizei, die uns nach Quetta reinbringt. Immer die Knarre auf der Schulter. Mit ihren Maschinengewehren sollen die Bewacher für eine sichere Reise durch die oft unruhige Provinz Belutschistan sorgen. Fahren! Ein Vorteil, dass Stefan mit in meinem Auto sitzt, ist, dass sie jetzt glauben, Stefan und ich sind gemeinsam unterwegs. Und es erspart mir die lästigen Fragen, ob ich nicht verheiratet bin und wo mein Mann ist und warum ich alleine reise. Jetzt gibt es einen Stau hier auf dieser einzigen Straße nach Quetta. Selbst die Lastwagen fahren nicht mehr durch und möglicherweise gibt es tatsächlich keine Straße mehr. Und jetzt ist es echt ein Problem. Was ist los? Warum fahren wir nicht weiter? Das Wasser ist zu tief und die Strömung von der Seite zu stark. Aber deswegen sind wir hier. Sowas sehe ich ja sonst nur auf YouTube. Jetzt bin ich selbst mittendrin. Wir warten einfach ab. Wenn es jetzt dunkel wird, dann können wir die Strömung nicht mehr erkennen. Und wissen auch nicht mehr genau, ob alle Teile von der Straße noch da sind. Deswegen wäre es schon toll, wenn wir im Hellen fahren könnten. So, na dann. Sind wir soweit? Machen wir jetzt zu. Fenster zu machen, ja. Wenn irgendwas passiert, müssen wir ihm helfen. Ja, ja, klar. Müssen wir raus und ihm helfen. Der ist so dicht am Rand. Was machen die? Die schieben. Ne? Mein Auto! Nein! Nein! Warte! Scheiße! Warum ist das jetzt ausgegangen? Nerven!
nervlich. Nervlich begründet. Weiß nicht, wo die Straße ist. Sowas von grenzwertig, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Eine komplette brutale Überschwemmung und auf den Straßen läuft nichts ab. Es läuft in die Häuser, es läuft aus den Häusern und das ist Monsun, die Überschwemmung, die wir nicht so normalerweise nicht so kennen. Alter Schwede, ganze Bahn. Sie sitzen, seit wir hier sind, seit 4 Tagen, verzweifelt vor ihren Tablets und gucken auf die geplante Route. Und jeder Tag, den sie nicht losfahren können, macht es unwahrscheinlicher, dass sie das noch machen können. Es ist ganz schwierig zu ertragen, dass man kaum was tun kann, um seine missliche Lage zu verändern. Wenn es nicht klappt und wir hier noch eine Woche rumsitzen, kann ich nicht mehr für den Frieden hier garantieren. Man muss in Quetta in diesem Hotel sein, weil es kein anderes Hotel, bezahlbares Hotel gibt, in dem Reisende unterkommen können. Das heißt, man wird von der Polizei, von den Levis hierher gebracht. Wir dürfen das Gelände des Hotels nicht verlassen, wir dürfen nicht raus, wir können nicht irgendeinen Ausflug in den Bazar oder in die Berge machen. Da erfordert das schon einiges an die Selbstdisziplin, um nicht auszurasten. Aber ich werde auf keinen Fall hier aufgeben und hier bleiben oder zurückfahren. Heute ist im Prinzip der letzte Tag in dieser Woche, wo es wahrscheinlich nicht schwer regnet. Das heißt, wenn alles gut geht, werden wir über Sukkur nach Islamabad reisen können. Die Polizei ist da, wir müssen los. Jetzt hängt alles ab davon, von dem Chief der Levis, der Polizei, ob sie uns tatsächlich aus dem Stadtgebiet lassen und weiterfahren lassen. Da müssen wir jetzt einfach die Daumen drücken und hoffen. Es ist jetzt der 6. Tag. Also vorher habe ich ja in der Polizeistation in Taftan auch so rumgewartet, bis ich fast ohnmächtig geworden bin. Und jetzt geht es so weiter. Es ist eigentlich äußerst unwahrscheinlich, dass wir jetzt fahren können. Aber wir glauben an Wunder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt gerade gleich wieder ins Hotel zurückfahren, weil da ist irgendwo unser Hotel. Ja, ich fahre ja, Junge. Schneller kann ich nicht. Wenn wir das jetzt tatsächlich schaffen, hier rauszukommen aus der Stadt, dann glaube ich nicht. Aber es sieht nach Stadtausgang aus. Das gibt's nicht. Wir fahren raus! Juhu! Juhu! Wir fahren raus! Ich glaub's nicht! Es sieht nach raus aus! Endlich raus! Endlich raus! Ich wieder in der Natur, endlich aus dem Gefängnis raus. Wenn wir jetzt hinter Levisen herfahren, die mit einer 80er fahren, zu zweit und einer Knarre, dann werden 350 Kilometer natürlich eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Die fahren nicht schnell. Also im Moment fahren wir jetzt 40, 45, 50, obwohl wir ja hier 120 fahren könnten.
aber die können nicht. Kilometer von hier entfernt, da ist Afghanistan und wir sitzen hier völlig ungeschützt in der Pampa und warten darauf, dass unsere nächste Eskorte kommt, weil wir immer noch in Baluchistan sind, Belutschistan, und er musste auf den Berg laufen, um zu telefonieren, weil hier unten kein Netz ist. Das kommt mir ähnlich bekannt vor in Tonhosbach. Aber wir haben immer noch 250 Kilometer zum nächsten Hotel. Endlich wieder zackig. Zerren Sie uns jetzt in die Polizeistation. Dann ist jetzt für heute vorbei. Wir müssen uns jetzt fliegen. Wir kommen hier alleine eh nicht mehr raus. Eine Scheiße. Ich glaube, wir sind doch in der Polizeistation gelandet. Unterkünfte für Touristen gibt es in Belutschistan längst nicht an jedem Ort. Margot und die anderen Reisenden müssen heute in einer Polizeistation übernachten. Hier kann man zwar nur auf dem Fußboden schlafen, aber dafür einige spannende Dinge entdecken. Steuer ist links und man guckt da oben raus. Nicht schlecht. Ganz normal. Können wir den mitnehmen? Wie? Ich glaube, der versteht uns nicht. Fenster sind nicht schlecht. Wir sind jetzt hier auf dem Bazar und offensichtlich die Attraktion, aber ich würde gerne lieber wieder hier verschwinden. Gefühlt ist es nicht gut, so angeglotzt zu werden. Aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig, wir wollen ja was zu essen besorgen. Gegrilltes Hühnchen mit Zitrone und Kräuter. Ich glaube, hier war noch nie irgendein Tourist oder eine Touristin, denn die Leute auf dem Markt, als wir draußen waren und versucht haben, Essen einzukaufen, haben uns sofort umringt. Er ist Polizist und zwar ein ziemlich hoher. Er hat uns gerade ein Bild gezeigt, das ist sein Kind. Da drüben ist ein Polizist und ein Koch. Und dem kleinen Jungen, von ihm schmeckt es offensichtlich sehr gut. You like bread? Wir haben gesagt, dass wir morgen um 7 fahren wollen und zwar ohne Begleitschutz. Okay. Und sie haben gelacht und ich vermute mal, es wird 9 und wir fahren wieder im Konvoi. Ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen, weil ich die ganze Nacht mit Mücken gekämpft habe, trotz Autan. Und jetzt doch endlich Magen-Darm habe auch. Wir sind jetzt wieder aufgebrochen, eine Stunde später als geplant. Oder 2 Stunden, aber immerhin aufgebrochen. Ich habe in meinem Leben noch nie Urlaub gemacht, sondern ich brauche, wenn ich aus meinem Alltag aufbreche, brauche ich Anregung. Jeden Augenblick neue Eindrücke, neue Impressionen, neue Herausforderungen.
Ich würde in dem All-Inclusive-Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff mich wahrscheinlich vom obersten Stockwerk ins Meer stürzen. Damit ich überhaupt eine Action habe. Tatsächlich erhole ich mich sehr in solchen Situationen wie gestern Abend in der Polizeistation, wo plötzlich alle unheimlich freundlich sind und wir zusammen essen und die ihre Geschichten erzählen und wir unsere Geschichten erzählen, obwohl wir uns kaum verständigen können. Das ist für mich Erholung und Bereicherung und das suche ich auch immer wieder. Ich komme immer näher und ich, wegen der Berge bin ich ja unterwegs. Das heißt, ich freue mich total, dass ich jetzt hier wieder fahren kann, dass alles wieder weitergeht, egal was da vorne passiert und kommt. Wir fahren. Unglaublich schön ist das hier. So wie hier. Wow, Scheiße! Sieht es hier nirgendwo aus und da kommen auch noch Steine runter. Nein, ich muss hier weg. Schnell, schnell. Oh Gott. Hilfe. So sieht es hier nirgendwo aus in Deutschland. So schön. Auch das Filmteam ist froh, den Steinschlag überlebt zu haben. Schon seit Quetta wird Margot von Paul und Johannes begleitet. Weil es bequemer ist mit Kamelen. Es ist wahnsinnig spannend und aufregend und ein bisschen gefährlich auch, glaube ich. Guck mal, dieser Stein zum Beispiel, wenn der auf mein Auto fällt, dann war es das, glaube ich. Wo ist die Baumstelle? Du darfst nicht nach rechts ausweichen. Wo soll ich denn sonst hin? Nach links. Ist überhaupt nichts passiert. Ja, das stimmt. Aber wirklich, wir haben Linksverkehr. Du musst links bleiben. Ja, wo soll ich denn hin? Na, da hin, damit er da hin kann. Du ja, okay. Du bist in den, auf ihn drauf. Habe ich vergessen. Ich dachte, ich fahre auf den breiten Randstreifen und da wollte er auch hin. Aber es ist überhaupt nichts passiert, außer dass mein Spiegel ab... Die sind echt gut, die Leute, ich muss echt sagen. Das hätte crashen können. Das ist vielleicht doch eine Engstelle. Es ist ein bisschen schwierig jetzt hier, weil man extrem begutachtet wird, aber wir halten das aus. Also die gucken, die stellen fest, das haben sie noch nie gesehen. Normalerweise sind die Frauen ja auch in Belutschistan, Randgebieten, nicht zu sehen und verschleiert und so weiter und so fort. Und eine Frau am Steuer, das muss natürlich begutachtet werden. Das fühlt sich nur nicht so prickelnd an gerade jetzt. Aber was soll man machen? Wir kommen jetzt hier nicht weg. Also ich glaube tatsächlich, dass sie jetzt den Gegenverkehr durchlassen. Deswegen müssen wir diese Fahrspur frei machen. Und wenn die durch sind, dann muss man sich so schnell wie möglich in diese freie Lücke drängen, um durchzukommen. Aber jetzt sind wir dran. Es ist schon ganz schön anstrengend. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt, an den Verkehr langsam. Die fahren ja alle sehr vorsichtig. Vorher bei dem Unfall, der Typ war absolute Spitze. Dem würde ich sofort heiraten. So toll, wie der da ausgewichen ist. Jetzt ist trocken.
regnet es nicht, wir haben Glück. Aber was da so runterkam in den starken Monsunregenfällen, ist natürlich schon beiseite geräumt worden. Und deswegen können wir jetzt fahren. Fahren kann man das jetzt auch nicht nennen, aber wir kommen irgendwie voran. Der Lader kann ja viel schwierigere Sachen. Der kriegt das gut hin. Die Strecke ist unerwartet anstrengend. Nachdem wir tagelang überhaupt uns nicht bewegt haben, außer vom Foyer ins Zimmer, fahren wir seit Stunden durch diese angespannte Lage. Und das erfordert ganz schön Nervenkraft, merke ich. Aber es geht, wir kommen voran. Jetzt in Chaikopura angekommen. Hier wohnt Hussein Qadir Shah, unser Letter of Invitation-Geber und Freund. Es ist jetzt gefühlt 30 Grad und schwül. Ich freue mich jetzt auf Husseins Familie. Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Schon auf ihrer letzten großen Tour hat Margot bei Hussein und seiner Familie Station gemacht. 3 Jahre ist das jetzt her. Damals war sie mit ihrem alten Benz unterwegs bis nach Laos. Das ist Fruchat, ein pakistanischer Fruchtsalat. Endlich was Frisches zum Essen und nicht nur immer Reis. Vor 3 Jahren hat Husseins Mutter davon berichtet, dass sie bald eine Frau für ihn suchen würde. Mit Erfolg. Heute ist er frisch verheiratet. Ich muss dir unbedingt meine Hochzeitsvideos und Filme zeigen. In Pakistan dauert die Hochzeit 3 Tage. Da kommen dann schon 700 Gäste. Also bei mir waren es 700. Aber manche Menschen feiern auch mit über 1000 Gästen. Das ist unsere Kultur. Also bist du jetzt arm. Das ist meine Frau. Und hier sitzt sie neben mir. Das ist der Empfang, die Feier nach der Nikah. Ich denke, das müssen die vorher tagelang abstimmen und einüben, damit sie nachher genau wissen, was sie dann machen sollen. 3 Tage lang. Nicht schlecht. In Pakistan gibt es gerade eine große Flutkatastrophe. Die Lage ist aktuell wirklich schrecklich. Als ich in Quetta war und gehört habe, dass die Straßen gesperrt sind, konnte ich es nicht glauben. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass Quetta vom Rest des Landes abgeschnitten ist. Man kommt gerade nur mit dem Flugzeug dorthin. Gibt es irgendeine Möglichkeit für mich, trotz dieser Katastrophe noch den Karakoram Highway zu erreichen? Es könnte klappen. Du solltest aber noch 2 Tage warten, bevor du weiterfährst. Die Regierung hat gerade den Notstand in Pakistan ausgerufen. Du kannst wahrscheinlich zum Karakoram Highway, aber bleib besser noch 2 Tage hier. Das ist die Straße, über die du fahren musst. Und hier ist sie komplett zerstört. Ich war genau vor 3 Wochen dort. Das ist nun alles weg. Hier die Hotels, komplett im Wasser. Das Bild hat jemand vor 5 Tagen aufgenommen und so sieht es jetzt aus. Alles ist weg, die ganze Stadt ist weg. Hier noch ein Hotel, schau dir das an. Wir können einfach nur zu Gott beten, zu Allah beten, dass er Gnade mit uns hat. Ich will den Menschen wirklich gerne helfen, die alles verloren haben, ihre Häuser und alles. Now don't have their own houses or something like that.
Mit den Freunden vom Bikerclub hat Hussein eine Motorradparade organisiert, um Spenden zu sammeln. Margot darf mithelfen. Also wir wollen jetzt die Biker-Benefiz-Tour machen für die Flutopfer und warten noch auf die Biker. Ich habe ihnen gesagt, dass du extra wegen der Spendenaktion hier bist. Die freuen sich total. Mal sehen, wie viele kommen. Das ist der Biker-Club, in dem auch Hussein mit drin ist. Das sind über 400-500 Mitglieder. Leider sind die heute natürlich nicht alle da, weil sie bei ihren Familien sind. Also ich würde ja am liebsten mit meiner Ducati hier sein und auch mitfahren mit den Motorrädern, weil die haben so toll, das sind so tolle Typen. Zwei von denen, der Vorsitzende und sein Sohn, die wollen mit dem Motorrad nach Deutschland kommen und dann sind sie natürlich bei mir eingeladen. Wir haben uns hier in der Stadt getroffen, weil wir Spenden sammeln wollen. Als Biker wollen wir auf die Flut aufmerksam machen. Mit der Charity-Tour wollen wir so viel Geld sammeln wie möglich. Wir sind hier, um Geld zu sammeln für die Flutopfer, die ihre Häuser verloren haben, ihre Tiere, ihre ganze Lebensgrundlage. Ich denke, wir müssen alle zusammen etwas gegen den Klimawandel tun, auf der ganzen Welt. Das ist für einen guten Zweck. Ich glaube, es ist ganz gut, was wir hier machen. Ich fahr Motorrad. Diese furchtbare Flutkatastrophe, die ist jetzt über mich und die Menschen hier hereingebrochen. Glücklicherweise bin ich nicht beschädigt oder verletzt worden. Aber meine Reise hat sich komplett verändert, weil ich jetzt mit den Leuten hier im Land sehen muss, dass wir mit diesem Klimawandel tatsächlich anders umgehen müssen, weil sonst geht hier alles unter. Es war so schön, dich kennengelernt zu haben. Sichere Reise, fahr vorsichtig. Hab eine sichere Fahrt. Wir bleiben in Kontakt und wir besuchen dich auch mal. Ich bin von Hussein aufgebrochen, weil er gesagt hat, dass die Straßen Richtung Norden wieder frei sein könnten. Ich bin total froh und glücklich, weil ich gedacht habe, ich würde überhaupt nicht mehr in den Norden kommen und gedacht habe, diese Reise endet, ohne dass ich den Himalaya gesehen habe. Jetzt gibt es die Chance, dass ich ihn doch sehen kann. Jetzt schon in den Ausläufern des Himalaya bin. Wir sind auch ziemlich hoch schon, vielleicht 2000 Meter. Es ist gewöhnungsbedürftig, die Luft wird schon sehr viel dünner, selbst im Auto, aber ich gewöhne mich. Endlich in den Bergen habe ich mich jetzt schon sehr lange hingesehen. Ist offensichtlich der Punkt, warum wir über eine Woche fast oder 4 Tage nicht weiterfahren konnten. Ich stehe jetzt hier auf dem, was mal eine Straße war, und die wurde komplett weggeschwemmt mit zusammen anderen Hütten und allem möglichen und riesige Steinbrocken. Und die haben jetzt eine Behelfsstraße durch den Bachlauf, Flusslauf gemacht. Inzwischen ist das Wasser gesunken und man kann hier fahren. Ich vermute mal,
dass hier vor 3 oder 4 Tagen eine ganz lange Schlange mit Autos, LKWs und Bussen war und die Leute in ihren Autos übernachten mussten. Ich bin total froh und glücklich, dass ich hier bin. Dass ich hier sein kann, dass es geklappt hat, dass diese schwierigen Passagen mit den Landslides, mit den Erdrutschen passierbar sind. Und überall kommen diese Steinlawinen runter. Die Leute sind auch mit in ihren Zelten permanent gefährdet und machen auf den schmalsten Streifen, wo noch irgendwas geht, pflanzen sie ihren Reis an und ihre Bohnen. Und alle haben Tiere bei sich, Pferde, Esel, Ziegen, Schafe und Weiden, die hier auf dem kärglichen Grün. Nein! Also jetzt ist der Ball unter den Lastwagen gekommen und geplatzt, verdammt der Acker. Jetzt haben die keinen anderen Ball mehr, jetzt können die nicht spielen. Ich würde ihnen ja gleich einen kaufen, aber man kann hier keinen kaufen. You have another ball? Habt ihr noch einen anderen Ball? Leider nein. Wie lange dauert es, bis ihr hier an einen neuen Ball kommt? Ah, das klappt gar nicht. Aber in 6 Tagen ziehen wir sowieso in die Stadt zurück. In 6 Tagen. Okay. And then you must... Ja, nach Schilas. Ihr seid ein tolles Team, das sehe ich. Ich spiele auch Basketball und Volleyball. Mit Mädchen, nicht mit Jungen. Habt ihr auch Schwestern? Wo sind die? Ja, wir haben Schwestern. Aber die müssen zu Hause bleiben. Verlassen sie nie das Haus? Ja, sie dürfen das Haus nicht verlassen. Warum nicht? Das sind die Regeln. Wie alt bist du? 16. 16? Okay. Ihr habt hier ja keine Schule. Gehst du in Chilas in die Schule? Ja, in Chilas haben wir eine Schule. Okay, und was willst du später mal werden, wenn du erwachsen bist? Ich möchte armen Menschen helfen. Ich möchte was tun für mein Land und meine Leute. Wenn du wählen könntest, würdest du lieber hier leben oder in Chilas? Hier, wir können hier alles Mögliche spielen. Es ist echt ein wunderbarer Ort. Hier seid ihr frei, oder? Ja. Die Männer sind frei, die Mädchen sitzen im Haus. Scheiße. In seiner Familie sind 150 Menschen. Wisst ihr, meine Familie besteht nur aus 15. Bei den 15 Frauen, die sind alle unglaublich neugierig und freundlich und würden mich stundenlang da interviewen. Und der Junge hat gut übersetzt, sobald sie kommen und um zu gucken, werden sie sofort von den Männern wieder ins Haus gescheucht. Sie dürfen also auf gar keinen Fall gesehen werden. Und wenn sie gesehen werden, dürfen sie nicht gefilmt werden. Ich wäre da gerne geblieben, weil sie unglaublich interessiert waren und es da so gemütlich war und so dunkel und so warm und noch ein kleines Baby da war. Total schön, mit Frauen zu sein. Ich wünschte mir, ich könnte das zeigen, wie freundlich die sind und wie offen ihre Gesichter sind und interessiert an dem, was ich ihnen erzähle oder was sie mir erzählen.
ist schon ganz schön heftig, mein Leben im Vergleich zu Ihnen. Ich steige jetzt in mein eigenes Auto und kann um die Welt fahren und die können dieses Areal nicht verlassen. Man kann das nicht aus unserer Sicht bewerten und beschreiben oder wahrnehmen. Wir wachsen als Einzelfrau auf und die wachsen als Gruppe auf. Die verstehen sich als Gruppe, als Familie. Und ich glaube, dass das nicht schlechter ist als das, was wir erleben, auch wenn sie nicht rauskommen. Wir sind auf dem Tagpass, haben wir uns hochgearbeitet, mein Lada und ich. Jetzt sind wir hier und hier werden wir übernachten. Die frieren, glaube ich, nicht, aber ich friere. Es geht nachher beim Nanga Parbat noch mal genau 4000 Meter höher. Oh Mann. Ich bin heute im Prinzip genau da angekommen, wofür ich aufgebrochen bin, vor gefühlt 1000 Tage und fahre jetzt auf dem Karakorum, auf dem Original Karakorum Highway. Unten ist der Indus, der junge Indus, den ich schon mehrfach überquert habe. Es ist einfach ganz große Klasse jetzt hier zu sein. Der Indus, der entspringt im Himalaya und fließt ins Arabische Meer. Und einem solchen großen und imposanten Fluss in seiner Jugend als junger Indus zu begegnen und zu sehen, das ist außergewöhnlich. Wer steht schon am Indus? Also manchmal ist die Straße so eng und ohne Befestigung, sondern so zum Rand hin, zum Indus hin. Und wenn mir dann ein Lastwagen entgegenkommt, bleibe ich lieber stehen, weil wenn ich abrutsche, dann bin ich tot. So ist das. Ich versuche nichts zu machen, was lebensgefährlich ist. Außer dieser gesamten Reise. Es ist nicht mehr weit bis zu Margots Traumziel, dem Nanga Parbat. Doch die gefährlichste Wegstrecke kommt erst noch. Gleich hinter der großen Brücke über den Indus führt eine steile Geröllpiste hoch hinein in die Berge. Jetzt mache ich die Sachen. Habe ich gepackt, die ich jetzt in der nächsten Woche brauche, weil ich den Lader ja hier stehen lasse. Oh Mann, seit 4 Wochen das erste Mal wieder festes Schuhwerk an. So. Wir fahren jetzt mit diesen Jeeps, weil die nächste Straße, die jetzt kommt, noch ein bisschen heftiger ist als die, die ich gerade gefahren bin. Und das war schon ein bisschen mittelgrenzwertig. Wir überlassen es jetzt also den Einheimischen, aber es geht auch gar nicht anders. Die bringen uns jetzt zum Jeep-Stop und da müssen wir da mit unserem ganzen Gepäck aussteigen wieder. Die fahren da jeden Tag hoch und runter und wissen Bescheid. So, jetzt geht's los. Das ist der Weg, den wir nicht mehr mit unseren eigenen Autos fahren dürfen. Und ich weiß, dass er noch ein bisschen heftiger wird. Ich vertraue unserem Fahrer, der sieht so aus, als hätte er es schon oft gemacht. Wie oft fährst du hier lang? Tour.
Ich fahre die Strecke schon seit 32 Jahren, manchmal mehrmals am Tag. Ich vertraue gerne Leuten mich an, die vertrauenswürdig erscheinen. Und auf dieser Straße hätte ich wirklich nicht selber fahren wollen mit dem Lader. Da sind die schon besser, diese Outdoor-Jeeps. Alter Schwede, jetzt sind wir da, wo ich schon unglaublich lange mich hingesehnt habe. Auf der gefährlichsten Straße der Welt oder auf einer der gefährlichsten Straßen der Welt. Und das sieht schon mal nicht schlecht aus hier. Ich habe jetzt auch mal runtergeguckt ins Tal. Da liegt kein Jeep. Vielleicht ist da schon mal einer abgestürzt, aber ganz viele sind es bestimmt nicht. Aber das ist schon ganz schön Hammer hier. Und wie das gebaut ist, Stein für Stein aufgeschichtet von Menschen, die über dem Abgrund die Steine hochgeschichtet haben. Der Nanga Parbat, zu dem wir jetzt unterwegs sind, ist der westlichste Pfeiler des Himalaya. Und ich gucke nach vorne, da ist der Nanga Parbat. Ich sehe den Nanga Parbat. Yeah, oh my God. Ja, wegen diesem Berg bin ich aufgebrochen und jetzt bin ich da. Das war so ein weiter Weg hierher. Und so ein harter Weg von Tonn-Hosbach. Aber dass wir jetzt hier sind, oh Alter, das ist so, ich bin so glücklich. Er sagt, naja, könnt ihr eure Sachen nicht selber schleppen, aber wenn es denn sein muss, ich kann das auch machen. Aber ich freue mich drauf, wenn ich dann nachher Pause habe, hat er gesagt. Der Typ trägt unsere Sachen und das arme Eselchen trägt auch unsere Sachen, weil wir zu schlaff sind. Und gerade mal unseren eigenen Arsch hier hochschleppen können, wir Flachland-Indianer. Aber er sagt immer, die sind das alle gewöhnt. Ja, sie haben auch keine Wahl, weil das ist ihre einzige Arbeitsmöglichkeit hier. Das heißt, den Touristen und Abenteurern die Sachen hochzutragen, die dann da oben sagen, Mann, ich hab's geschafft, ich bin der Held. Ich kann nicht mal meinen eigenen Rucksack tragen. Ich merke schon, dass ich eine Weile lang nicht mehr einen Berg hochgegangen bin, sondern überwiegend im Auto gesessen habe. Trotzdem erinnern sich meine Muskeln daran, dass sie sich schon mal bewegt haben. Also dieses Graue, wo das Wasser rausfließt, ist der Rakiu-Gletscher, der diesen Berg, dieser Bergseite den Namen gegeben hat, die Rakio-Seite. Und da oben, guck mal, wir sehen den Gipfel. Also das ist der Vorgipfel. Dahinter kommt der höchste. Der ist jetzt noch in den Wolken. Da oben ist der Gipfel. Wir sind jetzt auf den Fairy Meadows angekommen, auf den Märchenwiesen, die damals, als Hermann Buhl 1953 den Gipfel vom Nanga Parbat bestiegen hat als erster, nicht so aussah wie heute. Jetzt sind da 25 Holzhäuser, Hotels, Cottages, weil wir nicht die einzigsten sind, die hier hochgehen. Die meisten bleiben aber hier bei den Fairy Meadows, um einfach von hier aus den Berg zu bewundern. In einem Cottage werden wir heute Nacht übernachten. Auf 3100 Metern, glaube ich, sind wir jetzt.
haben wir uns hochgearbeitet zusammen mit dem Eselchen. Eselchen, jetzt kannst du essen. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Jetzt kannst du ausruhen und essen. Hm? Ja. Alles genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Riecht ganz frisch noch. Dusche ist im Eimer. Wusste ich auch. Licht ist an, das muss jetzt dann nicht. Ach, wir haben es vorne angemacht, wahrscheinlich. Alles gut, sogar ein Spiegel. Hi. Toilettenpapier, Handtücher, Seife. Besser kann man es nicht haben. Welche Energie treibt dich an? Als mein Mann gestorben ist, habe ich begonnen, wandern zu gehen. Ich bin tausende Kilometer gelaufen, durch Spanien und über die Alpen und immer so weiter. Zu reisen und unterwegs zu sein und immer wieder neue, unbekannte Dinge zu sehen, das macht mich einfach glücklich. It makes me so happy. Du siehst auch ziemlich glücklich aus. Das sehe ich in deinen Augen. Solch ein Glück will ich auch haben in deinem Alter. Du wirst es finden. Nun, du kennst ja die Situation zwischen Russland und der Ukraine. Ich habe beide Pässe, sowohl den ukrainischen als auch den russischen. Das war für mich sehr schwer, als der Krieg begann. Ich habe mich dann entschieden zu reisen, weil ich hoffe, dass die Menschen in der Heimat das mitbekommen und umdenken. Ich versuche ihnen die Welt zu zeigen und damit die Augen zu öffnen. Ich nehme all die Eindrücke von hier in mich auf und verteile sie dann weiter. Genau das machst du ja eigentlich auch. Yes. So I am this hub. Yes. So this is actually what you do. Wow, da steht. Ich glaub's nicht. Es ist, glaube ich, wahrscheinlich der aller wundervollster Ort, um zu frühstücken. Der Hakyu-Gletscher fließt aus mehreren Flanken vom Nanga Parbat hier runter. Und es gibt offensichtlich alte Gletscher und neue Gletscher. Die alten sind mit Kies und Sand bedeckt und die neuen mit Eis. Und unten, wo der Gletscher zu Ende ist und das Gletscherwasser rausfließt, da scheinen immer wieder Knochen von Bergsteigern, die in Eisspalten gefallen sind oder von Lawinen verschüttet worden sind. Und nach vielen Jahren, also Jahrzehnten, hat der Gletscher die Teile der Verstorbenen dann unten hingetragen. Reinhold Messner und sein Bruder Günther Messner sind über die Diamir-Flanke abgestiegen. Das ist die Südseite, Südwestseite vom Nanga Parbat.
Und am Diamir-Gletscher unten kam nach vielen Jahrzehnten auch ein Schuh von Günther Messner zum Vorschein, den Reinhold Messner identifiziert hat. Und das war ganz wichtig auch für Reinhold Messner, weil man ja ihm immer vorgeworfen hat, er hätte seinen Bruder oben am Gipfel schon im Stich gelassen. Und damit konnte er also beweisen, dass er mit dem Bruder abgestiegen ist. Eine dramatische Geschichte. Über manche Brücken geht das Eselchen nicht. Der Esel ist wesentlich schneller als ich und kann mehr tragen. Aber wir nähern uns unweigerlich dem Nanga Parbat und dem Basecamp. Es sind hier Bilder von Landschaften, wie ich sie noch nie in meinem Leben gesehen habe. Sieht nicht aus wie auf dem Hohen Meißner oder auf dem Ziegenkippel. Welcome to Base Camp, Nanga Parbat. Oh my Ich schlafe in dem lila-orangen Frauenzelt. Vermutlich wird es heute Nacht um 0 Grad, vielleicht auch ein bisschen Minus. Aber ich bin da ausgestattet. Das ist okay. Und wenn ich dann aufstehe, dann sehe ich den Nanga Parbat. Oh, und morgen gehe ich zum Camp 1. So wird das sein. Hermann Buhl, the first to reach a peak, 1953. Alfred Drechsel, 1934. Ah. Karl Munter Kirchner, 15.07.2008, ist er hier zu Tode gekommen. Und im Basecamp hatten sie kein Grabschild als dieses Eisentablett, wo sie dann mit einem Nagel seinen Namen reingehämmert haben. Ich weiß, dass hier auf dem Berg noch ganz viele Tote sind und Menschen, deren Familien sie nicht beerdigen konnten, weil sie viel zu weit oben waren. Und das ist natürlich berührend, wenn man überlegt, was dieser schöne weiße Riese so anrichten kann, wenn die Menschen versuchen, ihn zu bezwingen. Erster Morgen im Basecamp am Nanga Parbat.
Ich kann das irgendwie immer noch nicht fassen, dass ich hier bin. Das war so ein weiter Weg. Besser, ich zeige jetzt hier erstmal den Stier, der hier vor meinem Zelt rumsteht, als mich. Denn das war eine ganz schön schwierige Nacht. Ich habe sehr schlecht geschlafen. Die ganze Nacht gingen Lawinen hier runter. Es war sehr kalt und sehr ungewohnt mit der dünnen Luft. Hier soll angeblich irgendwo Wasser sein zum Waschen. Bin ich mal gespannt, ob da auch was kommt. Ich höre nichts. Doch, hier plätschert was. Da, sieh an. So. Das ist mein Spiegel jetzt hier. Wer kann sich schon mit Himalaya-Wasser waschen am frühen Morgen? Mit Wasser, das direkt vom Nanga Parbat kommt. Da ist die schlechte Nacht und die Kälte und die dünne Luft ganz schnell vergessen. Hey Eselchen, guten Morgen Eselchen. Du bist ein tapferes Tierchen. Nice. Thank you. Your name is Maruf? Yes, Maruf. Das ist so toll, ja, dass die sich so um uns kümmern. Ich komme jetzt hier vom Basecamp und versuche, das Camp 1 zu erreichen. Das geht natürlich hoch, hoch, hoch. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie hoch. Murmeltier. Ein Riesenviech. Kein Mensch könnte einen schöneren Garten anlegen als die Natur. Ich bin ja in Tuttlingen geboren. Schwäbische Alb und Schwarzwald waren für meine Familie das normale Spazierengehen hoch und runter. Aber hier oben ist es einfach mit der dünnen Luft noch mal ein bisschen was anderes. Das ist ja auch nicht jedem gegönnt, mit 68 Jahren zum Nanga Parbat hochzukriechen wie eine Schnecke. Aber immerhin, ich bin eben einfach nur langsam. Aber noch sterbe ich nicht. Ich komme hoch, nicht auf den Summit. Summit-Push mache ich nicht heute. Da oben ist der Gipfel und ich bin jetzt in Camp 1 angekommen. Wer ist Camp 2? Wo ist Camp 2? Camp 2 ist da drüben. Man schläft normalerweise nur eine Nacht da und am nächsten Tag bringt man das ganze Equipment zu Camp 3. Dort bleibt man ein paar Tage, dann geht es weiter zu Camp 4 und von dort dann rauf auf den Gipfel. Die meisten Menschen sterben übrigens auf dem Rückweg vom Gipfel. Da sind sie dann müde. Aber man kann in dieser Höhe ohne Sauerstoff nicht überleben. Und wenn sie dann nicht mehr genug Sauerstoffvorrat haben, sterben sie dort. Die Leute, die hier leben, nennen ihn den Killer Mountain. Das kann man so nicht sagen. Der Berg selbst tötet niemand. Die Menschen, die hochgehen, wollen einfach 100% lebendig sein. Nicht, dass hier der Fernseher läuft und da das Handy und WhatsApp ruft und ich gleich zur Arbeit muss. Nein, sie wollen in einem bestimmten Punkt lebendig sein und wirklich sein. Und dafür riskieren sie das. Und da habe ich ganz großen Respekt davor.
Jetzt, in diesem Augenblick, spüre ich, dass ich lebe. Noch näher kann Margot dem Nanga Parbat nicht kommen. Oberhalb von Camp 1 benötigt man Alpinausrüstung und echte Klettererfahrung. Daher endet die Bergtour wieder im Basecamp. Guten Appetit. Das ist die absolute Lebensretter-Nudelsuppe. Nearly we died. Wenn man zurückgekommen ist, dann kann man seinen Namen hier einritzen. Wenn man nicht zurückgekommen ist, kann man seinen Namen nicht mehr einritzen. Er hat mich nicht behalten. Sehr schön. Danke, Berg. Ich würde ja so unheimlich gerne noch lange hier verweilen, aber im Zeitbudget ist das alles nicht mehr drin. Großartiges, geheimnisvolles, wunderbares Abenteuer Nanga Parbat. Ich komme wieder. Noch gut 300 Kilometer will Margot nun weiter dem Karakorum Highway folgen, bis an die Grenze zu China und nicht weiter. Zwischenstopp in Gilgit. Rund 10.000 Menschen leben in dieser Provinzhauptstadt inmitten der Bergwelt. Muhammad Ali Satpara ist ein pakistanischer Bergsteiger, der hier die eigenen Berge bestiegen hat. Inzwischen gibt es auch ganz viele pakistanische und nepalesische Sherpas, die den Berg besteigen, wo sie vorher nur als Träger ein No-Name waren. Wieder einer, der seiner Leidenschaft zum Opfer gefallen ist. Ich bin unfassbar beeindruckt von der Verschiedenheit dieser Region, von allen anderen Provinzen, die ich bis jetzt durchreist bin, Belutschistan, Punjab, weil die offensichtlich eine komplett andere Struktur für sich aufgebaut haben. Die Hunza-Bewohner sind völlig andere Menschen als vorher, weil die Frauen hier sehr engagiert sind. Die laufen hier sehr frei rum und sind völlig entspannt. Und die Verhüllung dient eher dazu, sie schöner zu machen, als sie zu verhüllen. Ein völlig anderes Pakistan hier. Hier im Hunza-Tal gehen die Kinder in die Schule. Mädchen und Jungen sind mindestens den halben Tag in der Schule. Und diese Grundlage ermöglicht es ihnen, hinterher auch Berufe zu ergreifen und teilzuhaben am Leben. Margot hat von einer Schreinerei gehört, die hauptsächlich von einheimischen Frauen betrieben wird. Kann ich dich was fragen? Ja. Okay. Du arbeitest hier seit 2008. Du warst die erste Frau überhaupt, die hier angefangen hat zu arbeiten, oder? Ich finde das großartig. Wir wollten den Leuten zeigen, dass Frauen genauso wie Männer arbeiten können, wenn man ihnen die Chance dazu gibt. Wir haben mit Handwerksberufen wie Schreiner, Maurer, Elektriker, Klempner und anderen Jobs angefangen, die als reine Männerarbeit galten. Alle denken ja immer, dass Frauen nur Hausarbeit machen können. Und was sagt dein Mann dazu, dass du hier arbeitest? Als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich keinen Ehemann und war noch nicht verheiratet. Ich war unter 18 Jahren. Meine Mutter hat mich unterstützt, aber meine ganze Familie hat nie gesagt, dass ich eine gute Arbeit mache.
Nur meine Mutter hat zu mir gehalten. Ich bin durch Belutschistan gefahren, wo die Frauen verschleiert sind und das Haus nicht verlassen dürfen. Wie findest du das? Es dauert lange, bis sich eine Gesellschaft verändert. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Es war mir eine Freude. Dass die Frauen hier so stolz sind und so selbstständig sind und mit Maschinen umgehen, mit denen ich mich nicht trauen würde, umzugehen, das ist das andere Bild von Pakistan. Wenn ich mir vorstelle, dass die Frauen in Belutschistan weit, weit, weit davon entfernt sind, an so einem Projekt teilhaben zu können, macht mich das wirklich traurig. So eine Reise kann so sein wie eine Brücke, weil ich von einem mir bekannten Ort an einen völlig unbekannten komme, wo ich nicht weiß, was mich da hinten erwartet. Hier ist der See, das ist schon der Atrabat Lake. Ist der schön, der ist endlich mal blau und nicht so grau wie das andere Wasser. Dieser ganze See entstand durch eine riesige Erdrutsch, der die Straße geblockt hat und das Tal geblockt hat. Und dadurch ist jetzt hier ein Stausee entstanden, ein künstlicher. Und die Straße wurde plötzlich zur Wasserstraße. Und auf solchen Booten haben die dann auf Balken die Jeeps verladen und die da drüben hin gekarrt. Das war natürlich ein guter Verdienst für die Bauern hier, die alles verloren haben durch den Erdrutsch. Und unglaublich dramatisch, dass da unten dieses ganze Dorf versunken ist. Da sind wahrscheinlich auch viele Tiere und Menschen mit versunken. Unser Bootsführer spielt mit dem Handy. Ich hoffe, der hat das alles im Griff. Nur noch wenige Kilometer vor der chinesischen Grenze. Aber die Höhenluft auf fast 3000 Metern macht hungrig. Am Rande des Karakorum Highway duftet es verlockend nach frisch gegrilltem Yak-Fleisch. Ja. Leber. Sehr lecker. Gut gewürzt. Cherry tree. This is my old. Salam. This is my brother. Das ist mein Bruder. Das ist meine Frau. Das hier meine Schwester und meine Mutter. Hi. It's your son. Ist das dein Sohn? Yes, my son. What's his name? His name is Ilham. Ilham. Ilhamcha. Ilhamcha. Yeah. And und gehen die Kinder hier in die Schule? Yeah. Habt ihr eine Schule? Yes. Oh, cool. Yes. Müssen Sie laufen oder gibt es einen Bus? Zu Fuß, 5 Kilometer. 5 Kilometer. You know. Wisst ihr, wenn in Deutschland der Schulweg 500 Meter lang ist, bringen Sie das Kind mit dem Auto. They bring it with car. Please, you take a bit. Getrocknete Aprikosen, I like it very much. Okay. Very sweet. You can live from the apples. Im Sommer könnt ihr von den Äpfeln und Früchten aus dem Garten leben. Aber im Winter ist es sicher sehr kalt hier. Ja, kalt. Minus 22 Grad. Und schneit es hier auch? Ja, Schnee gibt's auch. Ja, das ist der Apfelkorn. Im Winter essen wir getrocknete Aprikosen. Im Sommer gibt es Saft. Aus den frischen Aprikosen. Ja, genau. Sie hat gesehen, dass meine Tasche kaputt ist und das, was rausgefallen ist. Und jetzt näht sie mir schnell die Tasche zu unten und zeigt mir ihre Nähmaschine. Ganz was Tolles. Oh, cool. This is my home. Schön, schöne Maschine. Und dann kann ich da wieder meinen Schlüssel reinmachen, weil den habe ich in der Tasche. Okay. Cool. Da habe ich ja Glück. Are we so ready?
Super. Thank you. Jetzt ist meine Tasche wieder wie neu. Es ist hier einfach Hospitality pur. Die sind dermaßen gleich wie wir und dann fühle ich mich völlig normal und entspannt und denke nicht, oh Gott, muss ich jetzt mich so bewegen oder darf ich das nicht machen oder jenes nicht machen, sondern ich kann mich auf die Leute einlassen und dann nennen sie meine Tasche. Ist doch so cool, oder? Ich bin jetzt auf dem Weg zum Kunjarabpass auf 4900 Metern Höhe oder so ähnlich. Die Luft ist so dünn, dass ich selbst beim Autofahren Probleme habe zu atmen. Mein Kopf wird ganz weich, aber das ist eine ganz schön lange Strecke. Das ist die Grenze zwischen Pakistan und China, aber China ist für Fernreisende mit eigenen Fahrzeugen zu, also muss ich hinfahren, gucken und wieder zurückfahren. Jetzt stehen hier überall Lastwagen. Aber so genau raff ich gerade nicht, was hier los ist. Ich fahre einfach. Da hinten ist die chinesische Grenze und da geht's da hoch, dann weiter hoch. Für Touristen ist die Grenze nach China geschlossen. Margots lange Reise kommt hier an ihr Ende. China und seine Grenzen, die habe ich ja schon diesen Grenzzaun bewundern können, als ich durch den Pamir Highway gefahren bin mit der Honda. Immerhin stehe ich jetzt auf dem höchsten Pass, auf dem ich jemals gestanden bin, knapp 5000 Meter. Bis jetzt ist das der höchste Punkt, den ich bisher erreicht habe. Jeder Schritt zeigt mir, dass ich lebendig bin und lässt mich spüren, auch wie zerbrechlich man ist. Die Reise hierher war so aufwendig und so schwierig und so kompliziert und so anstrengend, dass Übernachten unter schwierigsten Bedingungen auf dem Boden in Polizeistationen und das ewige Warten und nicht wissen, ob man überhaupt weiterfahren können würde. Diese Reise hat mich mehr als alle anderen Reisen dazu gebracht, immer im Hier und Jetzt zu sein. Von nun an nur noch zurück nach Hause. Noch einmal 11.000 Kilometer durch 9 Länder, allein mit dem alten Lader und einer Menge neuer Eindrücke. Oh, ist das Benzin hier teuer. Ich bin in Datterode in Hessen, in Nordhessen und bin in 20 Minuten zu Hause. Wenn irgendjemand mich anhalten würde und fragen würde, wo kommst du denn her? Wo machst du denn rum? Da würde ich sagen, ja, ich komme gerade aus Pakistan. Was das für ein Gefühl ist, nach Hause zu kommen. Streckenverlauf 1,5 Kilometer folgen. Die letzten 1,5 Kilometer, Junge, von 22.000 oder mehr Kilometern. Willkommen zu Hause. Wir sind hier auf dem Ziegenkuppel, 445 Meter über dem Meer. Etwa eine Null mehr hinten dran. So hoch war ich am Nanga Parbat. Man kann hier so träumen und weit blicken, wenn das Wetter so offen ist wie heute.
Vor jeder Aktion stehen die Träume. Wenn ich nicht mich zum Nanga Parbat hingeträumt hätte, hätte ich ihn niemals erreicht. Aber wenn ich mich hinträume und dort ankommen möchte, muss ich losfahren. Da muss ich einfach irgendwann mal losfahren.